Pokémon Go ist inzwischen auch offiziell in Deutschland erschienen und schon jetzt der heiße Scheiß des Jahres. Wir verraten ein paar Tricks, die ihr als Profitrainer unbedingt wissen müsst. Seid klug und holt das Maximum aus euren Brutmaschinen heraus. Die 2-Kilometer-Eier gehören in den unendlichen Brutkasten, die 5- und 10-Kilometer-Eier in die Brutmaschinen, die ihr nur ein- bis dreimal benutzen könnt. So spart ihr eine Menge Zeit und Ressourcen beim Ausbrüten. Beim Brüten zählt jedes Zurücklegen einer Strecke unter 20 km/h. Statt zu laufen, könnt ihr euer eingeschaltetes Smartphone auch in den Fahrradkorb legen und entspannt durch die Gegend fahren. Verkehrsmittel, die langsam fahren, sind eure Freunde. Wer Bus oder Tram fährt, kann unterwegs zügig Pokestops raiden, um XP und Items zu sammeln. Ein Tipp: den Stopp schon vor Ankunft anklicken und, sobald ihr euren Reichweite-Ring im Hintergrund der Platte seht, ganz oft swipen und den Stopp mit X direkt wieder schließen. Die Items werden auch eingesammelt, wenn ihr sie nicht anklickt. Auf diese Weise könnt ihr euch schnell auf den nächsten kommenden Pokestop vorbereiten. Mit der Vorgänger-App Ingress könnt ihr sehen, wo viele Pokémon spawnen. Die Stellen, an denen viel Exotic Matter bzw. XM, also die kleinen weißen Punkte, generiert wird, sind gute Spots zum Fangen von Monstern. Wenn ihr Probleme beim korrekten Werfen habt, schaltet im Fangmodus die augmentierte Realität mit dem AR-Button aus. Die Abstände zum Pokémon sind so oft viel besser einzuschätzen und der Wurf wahrscheinlich wesentlich erfolgreicher. Das Pokémon, das beim Fangen einen grünen Kreis zeigt, ist einfacher zu fangen als die mit einem gelben oder roten Kreis. Ihr könnt den Pokéball festhalten und warten, bis der Kreis kleiner wird. Trefft ihr in einen sehr kleinen Kreis, gibt es mehr Erfahrungspunkte. Wenn ihr den Ball nicht nur festhaltet, sondern dann noch leicht hin und her bewegt, wird er sich drehen. Werft ihn dann in einem Bogen in Richtung des Kreises und staubt gegebenenfalls den Curved Ball Bonus mit mehr XP ab. Kampfpunkte sind wichtig, aber ihr solltet auch auf die Attack-Power eines Pokémons achten, die für Arena-Kämpfe wichtiger sein kann. Sie bestimmt, wie viel Schaden das Pokémon mit den beiden Attackentypen anrichtet, und oft kann ein Pokémon mit weniger Kampfpunkten trotzdem wesentlich besser angreifen als eins mit mehr Kampfpunkten. Als Ausgleich hat dieses Pokémon dann womöglich etwas weniger Gesundheit. Ganz einig ist man sich immer noch nicht, momentan sprechen aber mehr Stimmen dafür, dass ihr eure Pokémon erst entwickeln sollt, bevor ihr das Power-Up nutzt. Auf diese Weise bekommt euer Pokémon mehr Kampfpunkte. Wir raten generell davon ab, in Arenen an populären Plätzen zu kämpfen. Das lohnt sich kaum, da der Itemverbrauch für den schnellen Wechsel des Arena-Besitzers zu hoch ist. Spart euch die Items auf, um Arenen in weniger belebten Gebieten einzunehmen, damit ihr sie lang genug halten könnt, um Goldmünzen zu bekommen. Wählt im Kampf mit 6 Pokémon gegen gegnerische Trainer schwache Pokémon zuerst aus. Sie sind typisches Kanonenfutter und schwächen die gegnerischen Monster, damit eure guten Pokémon nicht so viel abbekommen. Bonustipp: nutzt die Monster als Kanonenfutter, die ihr danach eh eintauschen wollt. Achtet auf das leichte gelbe Aufleuchten des Displays. Das deutet die nächste Attacke des Gegners an, wodurch ihr rechtzeitig swipen und damit der Attacke ausweichen könnt. Nach dem Ausweichen könnt ihr direkt zuhauen. Meistert diese Taktik und ihr nehmt kaum Schaden, auch nicht gegen fette Brocken. Ein Bonustipp für euch: das Gegner-Pokémon startet so gut wie immer mit einer Doppelattacke, bei der ihr zweimal ausweichen müsst und zwischen der ihr noch nicht angreifen solltet. Habt ihr eine Arena eingenommen, solltet ihr unbedingt noch weiter darin trainieren, um wertvolle Pokémon-Plätze für Mitspieler eurer Farbe zu öffnen. Nur so wird eure Arena stärker und schwieriger zu besiegen sein für das gegnerische Team. Ein Tipp für die Mega-Pros: gebt euren Pokémon, die ihr zum Verteidigen in einer Arena lasst, einen passenden Namen, der verdeutlicht, wo es stationiert ist. Wenn es zurück in eurem Inventar ist, wisst ihr dann sofort, welche eurer Arenen besiegt wurde. Euer Akku geht zu schnell leer, ihr wollt Daten sparen, ladet euch Google Maps auf euer Smartphone, loggt euch ein, geht auf Offline Maps und ladet die Karte eures Heimatbereichs zur Offline-Nutzung herunter. Pokémon Go muss die Karte nun nicht mehr so häufig nachladen und ihr spart Akku und Daten. Aktuell sind die Server überlastet und Pokémon Go stürzt gerade beim Fangen immer wieder ab. Die große Frage: warten oder App neu starten? Wir empfehlen, die App komplett zu schließen und neu zu starten. In vielen Fällen habt ihr das Pokémon trotzdem gefangen und wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es nach dem Start wieder vor eurer Nase auftaucht.
Auf giga.de findet ihr nicht nur noch mehr Profi-Tipps, sondern auch weitere Guides, die euch beim Fangen helfen. Zum Beispiel verraten wir, an welchen Orten die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Pokémon zu fangen, besonders hoch ist. Schaut unbedingt vorbei. Und nicht vergessen, teilt dieses Video mit euren Freunden, damit ihr gemeinsam die Allerbesten werdet, wie keiner vor euch war.